So, da gibt es mal ein nachkommentiertes Video. Ich habe das gestern zwar aufgenommen, aber ich war dann irgendwie so fertig und dann dachte ich mir, dass das irgendwie nicht wirklich Sinn macht, das zu uploaden. Und deswegen kommentiere ich das Ganze nochmal nach. Ja. Also. Es ging ja gestern um ein Thema, wobei ich jetzt ganz ehrlich dazu erstmal sagen muss, wir sind jetzt erstmal, wenn man unsere Quest fertig macht, sind wir erstmal assessed. Der Typ mit dem Boxhandschuh in der Hand. genau. Ich habe übrigens noch immer nicht verstanden, warum wir immer noch 50% Attack Speed haben, wenn die Angriffsgeschwindigkeit von der aktuellen Waffe eigentlich auf schnell ist und nicht auf normalen Anführungsstrichen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. War das nicht damals so, dass das die Angriffsgeschwindigkeit direkt erhöht? Oder ist das intern? Also so ein Hidden Stat in Anführungsstrichen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, weil ich glaube auch zwischen Schwert und Axt waren Unterschiede, aber der Attack Speed war jetzt nicht so viel schneller. Es kann natürlich sein, dass die es irgendwie so geregelt haben, dass man irgendwie, also dass die maximale Attack Speed um einiges höher sein kann, zum Beispiel mit Schwert als mit Axt. 50% immer, also dass man quasi immer 50% startet und das Ganze halt dann aber trotzdem 50% schon unterschiedlich schnell ist und sich das dann quasi bis 100% halt durchzieht, dann dass es halt am Ende wie am Anfang halt immer unterschiedlich sein kann. Das glaube ich ist nämlich jetzt, ich weiß es nicht, so ist es im normalen, also im anderen Flife so. Ich kann nicht sagen, aber ich glaube im anderen Flife ist es so, oder war es zumindest früher irgendwie so, dass wenn man eine Axt oder eine Waffe mit mehr Attack Speed angezogen hat, also mit mehr Kunden-Attack Speed, dass man auch mehr Attack Speed dann hatte irgendwie. Genau, so irgendwie so, glaube ich, war das zumindest immer. Aber gut, ja, wenn ich mich gerade eben ganz komisch anhöre, so sorry dafür, das ist einfach, ja, Allergie und die ganzen schönen Sachen, die da einfach immer im Frühling passieren, aber kann ich leider nichts gegen machen. Ja, wie dem auch sei. Ich habe mich letzten Tage noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie ich das Ganze dann zum Launch mache, beziehungsweise was ich dann alles so vorhab. Es wäre natürlich ideal und da habe ich halt einfach so ein bisschen durchgerechnet, dachte mir so, wie schaut es denn aus, was kannst du denn machen und wie ernsthaft kann man hier dann Live, YouTube, Streaming und so weiter wirklich betreiben? Ja, aber ich bin halt leider zu der Erkenntnis gekommen, dass es halt gar nicht mal so gut aussieht. Und ich meine, man kann Fortnite machen und man kann damit, glaube ich, Millionen verdienen. Aber so meine Rechnungen, was Flife angehen und dann vor allem aus Deutschland, sind da halt nicht so gut. Also ich glaube, das ist eigentlich nicht möglich. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, denn ich meine, im Prinzip, wenn man jetzt das Ganze wirklich durchziehen wollen würde, wie ich es eigentlich so geplant habe, es wäre halt eigentlich so ein 24-7-Job. Also wenn man halt wirklich richtig, richtig, richtig los durchstartet, halt wirklich mit vielleicht sogar Daily Streams oder vielleicht jeden zweiten Tag mindestens halt Daily Videos. Ja, das haut aber nicht so ganz hin. Also es haut schon hin und so, nur ich meine, ich habe natürlich dann noch so ein paar andere Sachen, die ich erledigen muss am Tag. Vielleicht auch irgendwann sowas wie mit Arbeiten wieder. Ich weiß nicht, wann sich die ganze Lage normalisiert oder ob sich jetzt da irgendwas normalisiert oder ob das hier dann beispielsweise weitergeht. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es halt, also ich meine, ich habe ja auch noch einen Minecraft-Server, den ich ja recht aktiv betreibe und ja, irgendwie dann natürlich von YouTube zumindest so mit ein paar Euro leben zu können, wäre natürlich schon geil. Nachteil ist einfach nur, ich habe es mir durchgerechnet und was ich bräuchte, um davon leben zu können, ist komplett insane. Damit geht's einfach mal los mit Gewerbe. Ich meine, das anzumelden kostet im Prinzip fast nichts, 25 Euro oder so, das ist nicht der Rede wert. Das Ding ist aber, wenn man das Ganze als Hauptgewerbe quasi nutzt, dann braucht man alles Mögliche noch. Dann braucht man sowas wie eine Krankenversicherung.
Die liegt einfach im Monat zwischen 180 bis 300 Euro. Mittlerweile eher bei 300, denn das Ganze ist einfach viel teurer geworden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also dass man wirklich mal starten kann und sagen kann, hey, man kann überhaupt die laufenden Kosten decken, ist insane. Es ist wirklich krank. Ich meine, ihr müsst mal bedenken, sagen wir mal 300 Euro, das ist momentan der realistischere Wert. Würde bedeuten, mindestens 200.000 Klicks im Monat. Nur um die Krankenversicherung zu decken. Ja, es teilt sich mal das Ganze durch 30 Tage. Das ist krank, das sind 7.000, 8.000 Views am Tag. Und das nur um die Krankenversicherung zu decken. Denn man das noch kein einziges Cent verdient. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist halt mit Flife nicht möglich. Also ich meine, das sind Werte, die kann man halt nicht erreichen. Und ich überlege gerade, ob ich das Ganze noch erwähnen darf. Ich glaube, das ist jetzt nichts Persönliches. Ich habe damals mal mit Pornhubs geschrieben, 2019, und hatte das Ganze mal durchgerechnet, wie viel das man verdienen müsste, wie die laufenden Kosten sind und so weiter. Ich weiß es nicht genau, wovon er gerechnet hat. Der war allerdings ohne Krankenversicherung und dann kam er auf 1200 Euro im Jahr zusätzlich zur Krankenversicherung, die man wirklich laufende Kosten hat. Man könnte mit 300 Euro im Monat mal 12 rechnen, seid ihr bei 3.800 Euro. Dann nochmal die 1000, was hab ich gesagt, 1600 glaube ich war es, als er geschrieben hat. Ich habe 1200 gesagt. Keine Ahnung. Dann könnt ihr mit 1600 Euro draufrechnen, dann seid ihr halt irgendwie bei 5,2 oder so. Ja, und ich vergesse gerade schon den Satz, den ich gerade davor gekriegt habe. Auf jeden Fall irgendwie bei jährlich quasi über 5.000, die ihr irgendwie aufbringen müsst. Und 5.200 Euro im Jahr bedeutet halt in Klicks umgerechnet 3,5, also mindestens 2,5 Millionen, aber eher 3,5 Millionen Views im Jahr. Und damit ist kein einziger Cent verdient. Und ja, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wie soll halt sowas funktionieren? Also es ist halt in Flife leider nicht möglich. Das haut nicht hin, leider. Ich meine, ich habe schon von so Regelungen gehört, es gibt so eine Hobby-Regelung von 410 Euro im Jahr und so, aber das ist halt wieder so wenig. Das ist halt, es ist halt ein Witz eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, man kann in Deutschland auf einfachste Art und Weise Geld verdienen, und zahlt die, oh Gott, wie heißt die Steuer? Ich weiß es nicht, wie die heißt. Angenommen, man tradet halt Aktien oder sonst irgendwas oder Kryptowährungen, dann zahlst du, wenn du das Jahr hältst, einfach gar nichts, was super unkompliziert ist, logischerweise. Oder zahlst du 25%, brauchst kein Gewerbe, brauchst keine Krankenversicherung, brauchst nichts von dem ganzen Scheiß. Wenn du ein Gewerbe machst, musst du auch noch irgendwie einen, ich sag jetzt mal, Zwangs-IHK-Beitrag zahlen. Du musst quasi Mitglied bei der IHK werden. Und das kann es nicht umgehen und so. Also, es sind kranke Sachen irgendwie, da wo man wirklich komplett seinen Glauben an Deutschland verliert. Und dann, wenn man halt so überlegt, okay, du kannst einfach auf Aktien traden, machst einfach nichts dabei, was einfach keine aktive Tätigkeit ist. Gut, okay, machen Leute einfach auch nebenbei, während sie arbeiten und so. Und deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, dass es so funktioniert. Aber du willst einfach nur deine vielleicht 100 Euro im Monat irgendwie legal verdienen, in Anführungsstrichen. Und du hast ein unendlich krankes System dahinter mit Abgaben und Kosten, die du dir nicht in den schlimmsten Träumen ausmalen könntest. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich einfach nicht. Also da habe ich halt einfach echt kein Verständnis mehr dafür. Ich meine, wie kann es halt einfach sein, dass es halt so schwer ist, irgendwas zu starten? Und ich meine, ich werde da vielleicht auch nochmal mit einem befreundeten Steuerberater reden. Ich hoffe, der gibt mir da zumindest so ein bisschen Auskunft, ohne dass er mich gleich um 1000 Euro erleichtern will oder so. Aber ja, das sind halt wirklich so Sachen, wo ich mir halt schon Gedanken mache und wo ich mir halt einfach so überlege, so was machst du da halt einfach so draus? Wie kannst du das halt wirklich unter einen Hut bringen und ja, vielleicht sollte ich mich mal informieren, was VW oder Wirecard dafür einen Steuerberater hatte. Das, vielleicht sind die besser. Oder vielleicht sind die generell halt einfach gut. Und
wie man sowas günstig macht. Nee, also im Grunde genommen muss ich echt ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie man das Ganze wirklich am besten macht. Weil, wie gesagt, also ich meine, das sind ja, was man mit YouTube macht, das sind Kleinstbeträge und also hier irgendwelche Kosten von hunderten Euro im Monat zu stemmen, das ist halt einfach unmöglich. Und ja, ich meine, wenn das Ding im Monat 200 bis 400 abwirft, dann habe ich genug Geld, damit ich nicht andersweitig irgendwie Geld verdienen muss, sag ich jetzt mal, was mir einfach wirklich die Zeit spart und auch wirklich einfach ermöglicht, dass ich das Ganze hier dann durchziehen kann, auch wirklich Fulltime. Denn die Sache ist natürlich auch so, was Paulens zum Beispiel auch damals meinte, idealerweise macht man dann, arbeitet man noch so zum Beispiel 12 Stunden in der Woche irgendwo, dann hat man halt eben die Krankenversicherung weg, was Sinn ergibt und so. Aber dazu muss man auch bedenken, 12 Stunden sind einfach, ja, einfach mal einen Tag mit 2x8 Stunden und nochmal einmal mit 4 Stunden, also 2,5 Tage effektiv. Und ich meine, ich habe es damals immer probiert, arbeiten und YouTube und streamen, aber ganz im Ernst, also da geht es nicht mal drum, wie schwer die Arbeit ist oder wie belastend oder so. Es ist einfach eine Frage deiner Motivation, denn nach 8 Stunden wird keiner mehr sich hinhocken und streamen oder aufnehmen. Und das ist einfach eine Motivationsfrage, da hat man einfach keine Lust mehr, da will man einfach was anderes machen. Denn ich meine, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, es ist Arbeit, also wirklich richtig Arbeit, aber es ist trotzdem, es ist halt, ich weiß nicht, was ich am besten sagen soll. Es ist ungefähr so, wenn du jetzt nach Hause kommst und sagst, okay, du putzt dein Haus. Es ist nicht direkt Arbeit, aber es ist halt auch sowas, wo man halt, wie soll man sagen, ohne dass es gerade komisch klingt, man muss sich aktiv dafür Motivation finden, zu sagen, okay, mache ich jetzt. Okay, mache ich heute, mache ich morgen, mache ich übermorgen, so nach dem Motto. Und das kann man machen, aber halt nicht nach einer 8-Stunden-Schicht, in Anführungsstrichen. Und auch mit x mal 4 Stunden und so, wo das vielleicht noch eher funktionieren würde, ist halt heutzutage einfach schwierig, denn ich meine, ein 400-Euro-Job ist im Prinzip heutzutage nichts anderes als Zeitarbeit eigentlich. Oder Arbeiten generell heutzutage ist eigentlich nichts anderes als Zeitarbeit, in Anführungsstrichen. Denn wenn man sich mal so drüber Gedanken macht, ist eigentlich vollkommen egal, also was man sich bewirbt als Teilzeit, Halbzeit, Teilzeit, Vollzeit, ob man sagt, man will nur frühs Abend, nur Arbeit, abends, nur nachts. Effektiv, heutzutage bist du eigentlich echt eine Bitch vom Arbeitgeber und wirst einfach so eingesetzt, wie es er halt einfach gut findet. Und ganz im Ernst, ich meine, du hast jetzt nicht den Aspekt, dass du jeden Tag in einer Firma bist. Gibt's auch, aber so effektiv, wirklich feste Arbeitszeiten gibt's heutzutage nicht mehr. Und das ist leider traurig. Und ja, wie gesagt, 12 Stunden in der Woche, ja, das killt meine Pläne wirklich schon ziemlich, ziemlich krass. Und ich meine, wie gesagt, muss auch bedenken, so, man hat Anfahrt, ich wohne auf dem Dorf, ich wohne im Arsch der Welt, ich fahre x Stunden dann durch die Gegend und so, das ist halt, ja, das hat einfach alles nicht so das Gelbe vom Ei irgendwie. Also da bin ich momentan echt wirklich noch krass am Zahlen schaukeln und am Überlegen, wie man es am besten machen könnte, wie das Ganze vielleicht funktionieren könnte und effektiv will ich, wenn ich das Ganze wirklich richtig durchziehe, dann ab 14.06. Ich will auch ein bisschen was bieten können und da ist man einfach auf dem Punkt, wo man sagen muss, YouTube und Twitch kostet auch einfach wirklich Geld. Denn wenn du mal halt anfängst, dann machst du halt zum Beispiel irgendein Abo für Musik oder so. Ich meine, du willst nicht die ganze Zeit die Live-Musik hören, du willst einfach auch andere Musik hören. Das kostet halt dann 10, 20, 30 Euro im Monat. Dann brauchst du vielleicht ein Dope-Abo für 50, 60 Euro im Monat. Und das sind einfach Kosten, die, ja, die will man halt schon irgendwie stemmen können. Und will es halt nicht alles aus der eigenen Tasche bezahlen und halt dann täglich wirklich durchsuchten. Denn ich sag mal so ganz im Ernst, und das sagt vielleicht jetzt nicht jeder, der streamt oder YouTube macht, aber sobald du wirklich dich dazu entschließt, etwas täglich zu machen und auch wirklich Pläne machst, Streaming-Pläne, ist es effektiv Arbeit.
Also egal, wie gern man das macht oder wie ungern man das macht, es ist effektiv Arbeit. Denn es ist ganz egal, wie es dir geht, egal, was du sonst gerade machen wollen würdest, du musst dich nach deinem Plan richten und du musst dich nach deinem Ding richten und dann ist es wirklich einfach Arbeit in dem Sinne. Und ja, das ist halt so eine Sache, man will halt nicht große Unkosten haben mit null Nutzen und dann halt quasi eine ja, Arbeit in dem quasi in diesem Sinne halt dann irgendwie machen. Und ja, ich meine, natürlich ist halt einfach auch wirklich, das sage ich ganz ehrlich, so vor allem damals war halt einfach auch so, dann war alles noch einiges günstiger, da gab es auch so ein bisschen diesen Lichtblick, wo man sich so dachte, hey cool, das mache ich jetzt einfach und Spaß macht sowieso und vielleicht gibt es irgendwann so die Möglichkeit, dass du das Ganze dann zu einem Job machst oder so, dass du halt einfach damit Geld verdienen kannst und so. Und das war halt damals einfach so eine Vision, das war halt einfach so ein, ich hatte einfach mal so ein Licht am Ende des Tunnels irgendwie, nur realistisch betrachtet und aus heutiger Sicht und zu heutigen Unkosten ist es geisteskrank. Dazu muss man sagen, ich glaube, Geld verdient mit YouTube kann man seit 2015 oder so. Seitdem ist das möglich, war nicht immer möglich. Aber, naja, ich meine, 2015 war so einiges mehr als heute. Also natürlich war es 2015 auch irgendwie einmal 2 Euro pro 1000 Klicks oder so, beispielsweise. Aber, naja, ich meine, einmal 2 Euro waren 2015 um einiges mehr wert als heute. Also, und auch die ganzen Kosten und Unkosten waren halt um einiges geringer. Das heißt, effektiv ist man halt jetzt an dem Punkt, wo man sagen muss, das Ganze, was YouTube gibt, steigt nicht. Aber die Unkosten, Inflation und alles, was aktuell wirklich gerade aktuell teurer wird, die unglaublichen Mehrkosten durch Krankenversicherung, und das muss man auch mal wirklich mal sagen, was glaubt denn, wie viel von diesen 300 Euro dann, also anteilsmäßig, wirklich bei einem Patienten landet? Ist ja nicht mehr so, dass diese 300 Euro dann irgendwie beim Patienten landet. Das Ganze verschwindet zu großen Teilen in der Verwaltung oder für irgendwelche politischen Entscheidungen, die dann jeder mittragen muss. Wo dann vielleicht gesagt wird, das ist ja kostenlos, aber ich meine, wenn das Ganze 100% der Leute kriegen und 100% der Leute einzahlen, das ist ja logischerweise nicht kostenlos und hat ja jeder für sich selbst bezahlt. Und da muss man wirklich sagen, wie viel landet halt wirklich oder wie wenig würde man für eine Krankenversicherung zahlen, wenn es wirklich zu 100% nur beim Patienten ankommen würde und auch wirklich nur Sachen wären, die den Patienten auch nützen. Dann wären wir nicht bei 300 Euro wahrscheinlich, dann wären wir wahrscheinlich bei 30, 40, vielleicht 50 Euro, vielleicht wären wir auch bei 100 Euro. Dann wären wir bei weit, weit weniger, als es aktuell ist. Und da gibt es auch so Statistiken in Deutschland, zum Beispiel, wie viel das in der Verwaltung versinkt. Und es sind zu guten Fällen 10-15%. Und wirklich across the board. Also ich meine, gut, da kann man sich auch wieder ewig aufregen und so, aber... Ja, es ist halt wirklich eine Sache, wo ich mich einfach aufrege, weil es könnte so cool sein, es könnte so geil sein. Ich meine, man könnte sich damit wirklich auch so viel Unabhängigkeit schaffen. Und Unabhängigkeit ist wirklich gerade das Kernthema an dem Punkt. Denn die Sache ist, man ist... Also auf YouTube bin ich erst unabhängig, oder ich bin für euch in Anführungsstrichen erst unabhängig, wenn ich mir auch hier... unabhängig theoretisch das Geld verdienen kann mit dem gleichen Hobby in Anführungsstrichen. Denn sobald ich irgendwo arbeiten muss, heißt es natürlich auch immer, okay, es kann sein, dass es dann nicht mehr so läuft, dass ich vielleicht was anderes suchen muss, dass mich vielleicht vor die Wahl stellt, entweder statt 12 Stunden 20 Stunden oder 40 Stunden oder ich muss mir kündigen oder so und das kommt öfter vor, als ihr vielleicht denkt, dann zieht hier YouTube halt einfach mit einer Kürzeren. Und das ist halt einfach das große Problem. Und ich weiß aktuell echt nicht, wie ich das Ganze irgendwie aktuell umgehen kann. Ich will richtig durchstarten, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen kann. Ich weiß nicht, wie ich es finanzieren kann. Ich weiß aktuell echt nicht, wie es weitergeht irgendwie. Das ist gerade das Problem. Ich meine, wenn YouTube jetzt irgendwie auf... Ich weiß es nicht. 100k geht. YouTube ist ja schon. Bitcoin, wenn Bitcoin auf 100k geht. Okay, gut.
ich verkaufe, dann habe ich gutes Geld. Aber davon sind wir ja gerade aktuell weit, weit, weit entfernt. Wenn es auch nur annähernd irgendwie an einem Punkt aktuell wäre, wo ich sagen kann, ja, coole Sache und so, da kannst du verkaufen, whatever. Aber das sind wir halt auch momentan irgendwie so gar nicht. Und ja, so effektiv bin ich mir nicht sicher. Also ich würde es ganz gerne irgendwie versuchen. Ich werde halt heute mal noch mit jemandem schreiben. Vielleicht findet sich irgendeine Möglichkeit, irgendeine Lösung, irgendeine Regelung. Was ich so gehört habe, ist ja eigentlich ziemlich gut. Und auch so, dass die Kanzlei, wo er arbeitet, ist recht bekannt in München. Und die scheinen schon recht namhaft zu sein und einen guten Namen zu haben und auch für Größere da tätig zu sein. Aber ich weiß ja trotzdem nicht, ob das halt überhaupt machbar ist. Denn effektiv ist ja nicht die Frage, wer die Steuererklärung macht, sondern ist es überhaupt möglich. Und ich meine, man kann natürlich auch sagen, so wie es viele YouTuber machen, so ich scheiß drauf einfach. Ich mache mein Ding und Gewerbe interessiert mich nicht. Kann man machen. Aber ich würde dann schon ordentlich machen, auch mit Twitch und Twitch-Donations und ja, irgendwie, dass es halt einfach auch so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, einfach auch ein bisschen mehr Möglichkeiten für mich gibt. Und dass ich halt auch sagen kann, okay, ich mache das und ich mache es vor allem unabhängig von irgendwen oder irgendwas anderes, was sonst im Real Life aktuell wieder komplett in die Scheiße gehen könnte. Denn ich meine, angenommen, lass mal Herbst kommen, dann was weiß ich, wieder Lockdowns, wieder Massenkündigungen und keine Ahnung. Ja, was dann? Dann bin ich halt wieder an dem Punkt, wo ich überlegen muss, ja, scheiße. Was mache ich jetzt? Ich weiß übrigens gerade noch nicht mal, wie ich aktuell versichert bin. Wahrscheinlich bin ich gar nicht mal überhaupt gar nicht versichert aktuell. Ich weiß es gar nicht. Ja, ist momentan alles noch ein bisschen in der Schwebe und so. Ja, ich weiß, Krankenversicherungspflicht und keine Ahnung. Momentan ist so viel los, ich habe keinen Überblick mehr über irgendwas aktuell. Ja, ist einfach die Wahrheit. Muss ich mich erstmal durcharbeiten, erstmal schauen. Und ja. Muss mal abwarten. Genau. Da will ich mich auf alle Fälle mal interessieren oder informieren. Ich glaube, es gibt auch noch so Sachen wie Familienversicherung und so. Das könnte auch noch interessant werden. Irgendwie in der Richtung. Ich muss einfach schauen, dass ich da jetzt einfach keine großen Unkosten habe. Das ist einfach das Wichtigste. Ansonsten glaube ich, soll es eigentlich keine Probleme geben. Hoffe ich zumindest. Kann natürlich trotzdem sein. Aber wie gesagt, da muss ich mich mal ein bisschen mit auseinandersetzen und ja. Wenn es doch noch klappt, wäre es cool. Wenn nicht, muss ich ja mal schauen, was da dann wirklich möglich ist und wie lang halt dann auch. Also ich hätte da nichts dagegen, also ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich live mal richtig durchzuziehen, wirklich bis zum Anschlag und zu sagen, yo, hier jeden Tag 3-4 Stunden rein, suchten, aufnehmen, streamen, Road to Hero, wirklich vielleicht mal Dungeons Farm, eine eigene Gilde, ein eigenes Farmteam. Wirklich alles mal hier richtig durchballern und da hätte ich schon Bock drauf. Also Lust definitiv. Aber da muss es einfach, wie gesagt, einfach Zeit da sein. Und ich meine, wenn ich still mache, dann ist es kein Ding. Dann kann man es auch nach dem Arbeiten machen. Das ist kein großes Teil. Aber halt sich aufzuraffen, sich hinzuhocken, 2-3 Stunden hier am Mikro zu reden. Das ist halt schon wieder eine andere Sache. Das kann man jetzt mal nicht einfach so machen. Das klappt nicht einfach so. Da muss man halt dann halt irgendwie. Ja, da. Geht halt nicht. Also, ich zumindest hatte nie die Motivation. Und ich meine, ihr wollt mir auch nicht zuhören, wenn ich irgendwie fertig von der Arbeit komme, eigentlich müde bin, eigentlich gar keine Lust mehr habe und dann irgendwie schlecht gelaunt bin oder so. Ich meine, das macht einfach auch keinen Spaß, oder? Also, das haut ja nicht hin. Da will ich halt schon irgendwie. Also, ich meine, so ein Stream soll auch wirklich einen Mehrwert haben und jetzt nicht irgendwie so ein.
dahingerotztes Ding sein, wo man eigentlich dann so merkt, okay, der hat eigentlich keinen Bock drauf oder der will eigentlich gar nicht und ich weiß nicht, das glaube ich nicht. Das glaube ich will man eigentlich nicht. Das ist nicht so cool. Ja. Und ich freue mich schon drauf, hier einen Titel zu finden für das Video. Das wird wieder eine lange, lange Suche. Aber gut. Naja. Gerade bei nachkommentierten Videos ist natürlich dann das Themenbezogenheit, gutes deutsches Wort, wieder ein bisschen stärker ausgeprägt als vielleicht in-game. Dieser eine Typ, der mich vorhin angeschrieben hat, der hat mich gestern komplett aus der Fassung gebracht. Also ich war sowieso irgendwie komplett aus der Fassung oder einfach komplett fertig. Aber der hat mich gestern so hart fertig gemacht, vor allem, weil ich was erzählen wollte. Und dann hat er mir geschrieben und dann habe ich überlegt, was der meint und keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall. Nachkommentieren macht ab und zu Sinn und meine Stimme. Ja, es ist so nervig mit diesem Allergiezeug und kriegst keine Luft und dann klingst du, als würdest du die ganze Zeit die Nase zuhalten und reden ist einfach anstrengend und ich hasse es einfach. Gerade nach dem Aufstehen kriegst du einfach gerade so irgendwie ein paar Wörter raus. Einfach so dieses. Ja, kann ich nicht in Worte fassen, irgendwie. Alles fühlt sich halt irgendwie so eng an und keine Ahnung. Naja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.